Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Die Türkei hatte am 30. März gewählt. Es war zwar nur eine Kommunalwahl, aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Türkei, den Gezi-Protesten im letzten Sommer, den Korruptionsskandalen und so weiter und vor allem bei einer Wahlbeteiligung von über 90%, kann man sagen, dass es durchaus eine der wichtigsten Kommunalwahlen in der Geschichte der Türkei gewesen ist. Wir wollen darauf gern ein bisschen genaueren Blick werfen. Wie sehen die Wahlergebnisse aus? Was ist im Vorfeld der Wahlen passiert? Welche Alternativen entwickeln sich gerade auch zur gegenwärtigen Politik der AKP-Regierung? Und wie steht es um die linke Opposition in der Türkei? Und das war so auch der Hintergrund der Idee für diese Veranstaltung heute. Und ich freue mich darum sehr, Serhan Oluç begrüßen zu können. Er ist stellvertretender Vorsitzender der HDP, einem linken Parteibündnis, das in dieser Form als Dachpartei zu diesen Wahlen zum ersten Mal angetreten ist. Und ich freue mich, Kadriye Karci vorzustellen. Sie wird heute eine Einleitung zu dem Thema geben. Sie ist die Büroleiterin für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Türkei. Das Büro ist leider noch nicht genehmigt worden. Der Prozess wird noch eine Weile dauern. Aber Kadriye kann auf jeden Fall einen guten Einblick geben, was sozusagen im Vorfeld der Wahlen passiert ist und sozusagen vielleicht auch die Wahlergebnisse ein Stück mit vorstellen, eine kleine Analyse geben. Und ich begrüße Mazlum Koç. Er ist Mitglied der Linken im Stadtrat in Bremen. Er war selbst als Wahlbeobachter in Urfa zu den Kommunalwahlen. Er ist Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und aktuell macht er ein Praktikum beim Bundestagsabgeordneten André Hunko. Ja, also das ist Türkei ist ja seit spätestens seit einem Jahr ein hochbeobachtetes Land, also auch hier in Deutschland. Also nach Gezi-Proteste oder während der Gezi-Proteste hat man ja eigentlich über die Situation der Türkei sehr viel mitbekommen oder von hier aus, von Deutschland aus, wollte man ja auch diese Gezi-Proteste stark solidarisieren. Gezi-Proteste, also wir haben ja darüber schon vorher bei einer Veranstaltung ins Detail gesprochen. Protesten haben bei den Menschen, die in der Türkei leben, eine Hoffnung gegeben, dass es in der Türkei also mehr Demokratie geben wird. Also die Menschen waren ja deshalb auf der Straße landesweit für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und gegen Diskriminierung und Abschaffung der öffentlichen Räume. Bevor man sich mit den Ergebnissen von Gezi-Protesten beschäftigen konnte, hat man ab 17. Dezember ein anderes großes Ereignis erlebt in der Türkei, dieser Korruptionsskandal. Also das ist mittlerweile wissen wir ja schon, dass die Türkei immer ständig eine volle Agenda hat. Also man kommt nicht in Ruhe, man hat nicht so viel Zeit, über die Geschehnisse in aller Ruhe auszudiskutieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Also mit der Korruptionsskandal, am Anfang hat man so gedacht, dass die AKP-Regierung nicht mehr an der Macht bleibt. Mindestens an den ersten Tagen. Also diese Skandale waren so gravierend, so groß. Nach der 12-jährigen Regierungszeit, AKP-Regierungszeit, erlebte man ja in der Türkei mehr und mehr so eine autoritäre Regierung. Man wollte eigentlich nicht mehr mit der AKP zufrieden geben. Und das Problem ist auch, dass die AKP im Parlament eine gesetzgebende Stärke hat. Also wenn AKP ein Gesetz erlassen möchte, braucht AKP nur seine eigenen Abgeordneten, mehr nicht. Und das ist im Endeffekt ein großes Problem, dass die Opposition im Parlament nicht so vieles bewegen kann. Das ist wirklich ein großes Problem, wo auch diese demokratische Forderung nicht so stark zum Ausdruck kommen. Und in der Türkei wird es ja auch beobachtet, dass also
dass die polizeiliche und richterliche Willkür mehr und mehr systematisiert wird. Und man verliert langsam Vertrauen an unabhängige Gerichte. Und das ist auch ein großes Problem. Eine Rechtsunsicherheit und Vertrauensverlust erzeugt auch gleichzeitig in der Gesellschaft, dass es keine alternative Zustände kommen wird. Und das ist auch so, durch diese gesetzgebende Stärke hat die AKP alle Hindernisse abgeschafft, die auch Hindernisse, die auch eine Privatisierung, wie soll ich sagen, ein Problem für Privatisierung waren. Also das ist diese öffentliche Güter, gemeinnützige Güter werden vom Staat nicht mehr geschützt, sondern mehr und mehr eine Privatisierungswelle getrieben. Auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, dass die Regierung versucht, offen oder unterschwellig, dass die Menschen, dass die Bevölkerung eine bestimmte Lebensweise führt. Das ist diese bestimmte Lebensweise bedeutet eine islamisch-sunnitische Lebensweise. Das wird offen oder unterschwellig immer weitergegeben im öffentlichen Leben. Also es gibt keine solche Gesetze, aber im öffentlichen Leben wird das ein Haltungshinweis ständig gestärkt, dass man so oder so leben, dass man auch diese islamische, sunnitische Prinzipien folgt. Und das ist für viele Menschen, auch bei den Gläubigen, es ist zu viel. Also das wird immer weitergegeben. Also nicht nur nach Gezi-Proteste, sondern kann man ja auch in der Türkei ruhig sagen, dass die Gesellschaft hochpolitisiert ist, aber gleichzeitig hochpolarisiert ist. Und diese Polarisierung wird auch ist gleichzeitig auch eine Regierungspolitik. Also Erdogan macht immer wir und ihr und Gläubige, Nichtgläubige und Aleviten oder Sunniten, ständig diese Gegenüberstellung, wir und anderen. Es wird eigentlich auch im Alltag, so im Sprachgebrauch auch wieder weitergegeben. Also man redet ständig wir und ihr. Also man bildet einen Satz, wir denken so. Das heißt, es gibt anderen auch, also außer wir. Und diese Polarisierung erzeugt auch auch in der Gesellschaft ein gegenseitiges Vertrauen. Das kommt eigentlich sehr schön bei einer Frage zum Ausdruck, dass also wie man den Friedensprozess um die Lösung der Kurdenfrage zum Ausdruck. Also das ist es ist ja schon seit über einem Jahr, dass man diese Friedensverhandlungen hat. Diese Friedensverhandlungen werden eigentlich im großen Teil der Gesellschaft akzeptiert, aber es gibt keine gesetzliche Grundlage für diese Friedensverhandlungen. Im Parlament gibt es überhaupt gar keine Ausschüsse, die das begleiten können. Und im Endeffekt wird man darüber öfters reden, diskutieren, aber immer mit der Frage, insbesondere in Westanatolien und in Istanbul auch, das ist auch meine Beobachtung, die Regierung handelt eigentlich mit den Terroristen. Und wenn man so weitermacht, wird eine Abspaltung geben. Also es wird keine mehr unitäre Stadt geben. Und dann, also eine Seite findet man eigentlich, dass es eine friedliche Atmosphäre existiert. Seit über einem Jahr gibt es keine Tote mehr, also weder von Soldaten noch von Kurden. Das findet man gut. Aber diese Unsicherheit, was die Regierung damit macht, wie weit wird man eigentlich diesen Prozess vorantreiben, hat man Angst. Das nutzt natürlich auch insbesondere den Nationalisten. Also die führen solche Sachen, dass, wie ich gesagt habe, während des Wahlkampfes war das auch sehr deutlich, sowohl bei der CHP als auch bei MHP, diese nationalistische Rhetorik sehr stark war.
bis zum letzten Tag der Wahlen wurden täglich hunderte Kassetten oder Videoaufnahmen serviert. Also die Menschen waren satt mit den Kassetten oder Aufzeichnungen. Obwohl es nach einer Umfrage ungefähr 77% der Bevölkerung den Wahrheitsgehalt dieser Filme, Ausschnitte oder Kassetten glaubt, glaubt man auf der anderen Seite, dass es ein Putsch gegen Erdogan ist. Und man hat auch während der Wahlkampf und während der Wahlen nach meiner Einschätzung eine fehlerhafte Gerechtigkeitsgefühl gegenüber Erdogan gezeigt. Also das ist im Endeffekt ist da ja verstärkt rausgekommen. Und Erdogan hat auch geschafft, dass diese Wahl, diese kommunale Wahlen, Wahlen sein sollten, um sein Dasein. Also entweder für oder gegen Erdogan. Und das hat, es hat geklappt. Und CHP und MHP haben das auch, diese Politik gefolgt. Und CHP hat so einen Wahlkampf durchgeführt, wo nur um Korruptionsskandal geht. Die haben überhaupt gar keine kommunalpolitische Konzepte vorgestellt oder gezeigt, wie man das besser machen könnte, sondern geht es um Korruptionsskandal. Und Menschen wollten darüber nichts vieles hören und im Endeffekt konnte MHP und CHP nicht darstellen, wie sie mit dieser Frage klarkommen. Und die haben auch gefordert, dass die Regierung zurücktritt. Also Korruptionsskandal, also die Korruption, ihr weißt ja schon, also die Maße sind wirklich sehr schlimm. Trotzdem war das eine Falle für die Oppositionsparteien, insbesondere für CHP und MHP. Die haben sich nur damit beschäftigt während des Wahlkampfes. Und Erdogan konnte sich sehr gut darstellen, also dass er Opfer ist und dass er verraten worden ist. Von einem Bündnis, also konkret gesagt von Gülen-Bewegung. Zwei Antworten habe ich. Ganz kurz möchte ich das sagen. Erstens, also die Korruption ist ein ständiger Begleiter der türkischen Republik gewesen. Also damals in Süleyman Demirel's Zeiten war die Republik sehr korrupt. Danach bei Turgut Özal's Zeiten waren die Republik sehr korrupt. Das ist immer der Fall gewesen. Es gibt, glaube ich, eine internationale Organisation, die Länder nach Korruptheit klassifiziert. Die Türkei war immer ziemlich in hohen Positionen. Sogar Erdogan hat gesagt bei dieser Wahlkampagne, dass die Türkei voriges Jahr, wenn ich mich nicht irre, an der 63. Position war, in diesem Jahr 55. geworden ist. Er hat gesagt, also wir gehen in bessere Situation. Aber das ist die Wahrheit. Deswegen, also frühere Politiker waren auch korrupt für die Bevölkerung. Es gibt einen wichtiger Satz, die in der Bevölkerung immer gesprochen wird. Das ist kein Sprichwort eigentlich, aber sehr interessant. Man sagt, sie sind vielleicht korrupt, aber sie arbeiten. Das ist, warum ist das wichtig? Das ist neu eigentlich für die Türkei. Vorherige Politiker waren auch korrupt, aber die haben immer für sich gearbeitet. Diesmal, AKP macht auch Korruption, aber Wohlstand wird zum Teil auch an die Bevölkerung weitergeleitet. Das merkt man und das ist ein Punkt, warum nach so vielen Korruptionsskandalen AKP eigentlich nicht sehr viel verloren hat, glaube ich. Das ist ein Punkt. Und zweitens,
Also ich, die Bevölkerung hat, ich meine die Wähler, die AKP gewählt haben, nach meiner Ansicht für ihre Position rationell gehandelt und das ist keine ideologische Verblendung, wie die CHP-Opposition das immer sagt. Also die sind verblendet, deswegen geben die ihre Stimmen zu AKP. Das stimmt eigentlich nicht. Erdogan hat für die meisten Leute auch eine Identität gegeben. Stolze Erben des türkisch-islamischen Großreichs seid ihr, hat er immer gesagt. Und das spielt wirklich eine große Rolle, glaube ich. Und zweitens, seit Atatürk ist Erdogan der erste Regierungschef gewesen, der so viel Personenkult aufgebaut hat. Das ist auch sehr wichtig. Seine Anhänger verehren ihn eigentlich und sie wollten eine Vaterfigur, das spielt in der türkischen Politik immer eine Rolle. Vorher war Süleyman Demirel der Vater des Volkes. Jetzt ist Tayyip Erdogan sozusagen Vater des Volkes geworden. Und dieser Vater sagt immer, was richtig oder was falsch ist für die Leute. Sie vertrauen ihm und der redet auch über alles, also über Twitter, YouTube, wie viele Kinder die Frauen zur Welt bringen sollen, Alkohol, über alles redet er. Und das, er ist einer von den Leuten geworden eigentlich. Die sehen, er ist einer von uns nach oben gekommen, war sehr arm in seiner Kindheit und er hat stark gearbeitet und ist nach oben gekommen. Er ist einer von uns, denken die Leute. Und das hat auch eine Rolle gespielt. Und er hat diese Korruptionsskandale und diese Tapes, Videos und so weiter alles dafür genutzt, seine Wähler zu konsolidieren. Und das hat er auch sehr klug gemacht. Er hat gesagt, das ist ein Komplott gegen uns, gegen das Land. Und die wollen, also das sind Heuchler und Verräter des Landes. Wir müssen dagegen kämpfen. Und dadurch hat er seine Wähler wirklich konsolidiert. Und die meisten haben es gemerkt, es ist nicht nur Korruption, was da losgeht, hat man gedacht. Und das war wichtig, glaube ich, für seine Position. Ich schätze, das sind einige Gründe, warum er jetzt nicht sehr viel verloren hat bei diesen Kommunalwahlen. Zu den Wahlen. Wie ihr hier in der Grafik seht, gibt es in der Türkei eigentlich 77 Parteien. Und die jüngste Partei ist Gezi-Partei. Die Partei wurde nach Gezi-Protesten 2014 gegründet. An den Wahlen haben aber 27 Parteien teilgenommen. Das ist ein paar Zahlen. Stimmberechtigt waren über 52 Millionen Menschen in der Türkei. Davon sind knapp 27 Millionen Frauen und knapp 26 Millionen Männer. Also am 30. März wurden Bürgermeister für Großstädte, Städte, Kleinstädte und Mitglieder für die Verordnetenversammlung gewählt. Wie schon Julia gesagt hat, war das wirklich nicht im wahrsten Sinne Kommunalwahlen, sondern eine Vertrauensfrage für Erdogan. Ich möchte auch ein paar Zahlen über die Mitgliederzahlen der Parteien geben. Also AKP hat über 8 Millionen Mitglieder.
Das ist, als ich, die sind offizielle Zahlen und die wurden vom Staatsanwalt in Ankara im Oktober 2013 bekannt gegeben. Und diese 8 Millionen, über 8 Millionen Mitglieder, es ist für mich war eine Überraschung. Ich sage nicht böse oder gute, aber wenn man einfach denkt, also das ist diese 8 Millionen Mitglieder und dazu kommt, also jedes Mitglied bringt noch eine weitere Stimme, dann ist das 16 Millionen. Und es ist kein Wunder, wenn AKP jetzt bei den Kommunalwahlen über 20 Millionen Stimmen bekommen hat. Das ist, dann ist es einfach. Und das ist auch, wir wissen ja schon, dass auch in der Türkei bei den Parteien diese Mitgliederzahlen nicht so sehr wichtig sind. Aber AKP hat das ernst genommen. Also das ist wirklich eine Lehre. Also, und CHP, das ist die älteste Partei der Türkischen Republik, hat noch nicht mal 1 Million Mitglieder. Saran wird mich auch bestätigen. Bestimmt gibt es in den Parteien in der Türkei nicht so groß geschriebene innerparteiliche Demokratie oder Frauenbeteiligung und so, außer BDP und HDP, muss ich das betonen. Also das ist, es gibt eine Umfrage von einer Frauenorganisation vor den Wahlen, wie viele Frauen in jeweiligen Parteien auf die Listenplätze gestellt worden sind. Und hier werde ihr werdet ja auch sehen, also hier ist das BDP, das ist 13,8 und bei HDP auch genauso viel und bei AKP ist 1,1. Das ist, ich wollte unbedingt diese grafische Darstellung für euch haben, also das ist, dass die Frauen in der größten Partei der Türkei nicht so in also noch nicht mal in den vorderen Reihen, also so vertreten sind. Hier gibt es auch noch andere, einige Zahlen, also zum Beispiel bei ÖDP ist 20%, es sieht so gut aus, 20% ist eine gute Zahl, aber wenn man denkt, dass also solche kleine Parteien, die unabhängig von HDP oder BDP an den Wahlen teilgenommen haben, dass sie nicht überall in der Türkei in kommunalen Verwaltungen Listen gehabt haben. Also das ist, in wenigen Ortschaften hat ÖDP an den Wahlen teilgenommen. Demzufolge war eigentlich dieser Prozentsatz 20%, also hoch. Ich hoffe, dass es wirklich in der Realität so ist. Oder Halkların Demokratik Partisi, HDP, also die Partei von Saruhan, ist es 21,5. Diese Zahl kommt aber auch deshalb zustande, sowohl die BDP als HDP haben bei den Listenaufstellungen eine andere politische Prinzip gefolgt, nämlich für jede Bürgermeisterschaft haben sie immer Bürgermeister oder Meisterin gehabt, also zwei Kandidaten gehabt. Also daher, also nicht alle Frauen, die auf die Liste waren, gewählt, sondern die werden eigentlich die gewählte Bürgermeister, Meisterin begleiten bei der Verwaltung. Und hier ist die Karte, Stimmenanteil. Also insgesamt sieht es so aus, also das ist meine Interpretation, dass wir, dass es in der Türkei nicht nur mindestens zwei lokale Parteien gibt, nämlich BDP und CHP. Also das ist, diese Karte ist keine endgültige Karte. Es kann sein, dass es auch Änderungen gibt, weil nach den Wahlen wurde insbesondere von CHP eine Politik verfolgt, wo CHP als Partei Widersprüche angezeigt haben, also die Ergebnisse angezeigt haben, obwohl sie in vielen Städten keine Aussicht gehabt hatten. Zum Beispiel in Ankara könnte man sagen, ja, müsste man eigentlich die Ergebnisse überprüfen lassen, aber in Istanbul nicht. Also das ist, in Istanbul war der Stimmenunterschied mindestens 8%. Also trotzdem hat CHP
meiner Einschätzung nach so ein nach den Wahlen so eine Politik verfolgt, das ist auch Destabilisationspolitik zustande kommt. Das finde ich eigentlich nicht so richtig, aber die versuchen jetzt. Nicht nur CHP, AKP hat auch einige Ergebnisse abgelehnt und auch Anträge gestellt, dass man die Wahlen wiederholen muss. Und das ist, dafür ist das Paradebeispiel Aare. Dort hat der Kandidat von BDP nach den ersten Zählungen die Bürgermeisterschaft gewonnen. Mit knappen 15 Stimmen hat er gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Dann gab es eigentlich Widersprüche und die Stimmen wurden 15 Mal gezählt. Trotzdem war immer ein Problem. Jetzt wird die Wahlen in Aare, glaube ich, im Juni wiederholt. Es gibt auch solche einige Ortschaften noch. Was ich damit sagen möchte, man kann eigentlich nicht von einem systematischen Wahlbetrug reden. Also es gibt immer so unterschiedliche Ergebnisse oder Erwartungen, aber ich kann im Moment nicht von einem systematischen staatlichen Wahlbetrug reden. Das ist, man kann natürlich fordern, dass die Ergebnisse überprüft werden und die Anträge, die das fordern, dass die Stimmen nochmal überprüft oder Wahlergebnisse überprüft werden sollen, musste man eigentlich mehr dahingehend sowas fordern, dass man wirklich im Rahmen im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit alles überprüft und auch bei den unabhängigen Gericht, wenn es so weit kommt, verteidigen oder die Wahlen wiederholen muss. Es war eigentlich kein, muss ich sagen, kein normaler Kommunalwahlkampf. Das war etwas anderes diesmal. Und das war auch kein Wahlkampf, muss ich sagen. Es war ein Wahlkrieg eigentlich, nicht nur für uns, auch für die anderen Parteien. Es war sehr hart alles, dieser Propaganda-Prozess war sehr hart. Und die Bürger haben eigentlich keine Kommunalpolitiker gewählt, sondern die haben eigentlich AKP und Erdogan gewählt. Bei diesen Kommunalwahlen ging es nicht in Wirklichkeit also um Bürgermeister, Stadtparlamente und Gemeindevorsteher. Dieser Wahlkampf wurde darum geführt, welche zur Entscheidung stand eigentlich die Zukunft des Landes sozusagen. Und letztendlich ging es um das politische Überleben von Erdogan in diesem Wahlkampf. Deswegen war das kein normaler Kommunalwahlkampf. Kadri hat auch gesagt, HDP und BDP haben eigentlich hauptsächlich über Kommunalpolitik einen Wahlkampf geführt. Das war für uns sehr wichtig, weil das ist auch unser Projekt gewesen. In drei Punkten haben wir unser Wahlkampf geführt. Erstens kommunale Selbstverwaltung und regionale Selbstverwaltung war ein Thema für uns und Beteiligung aller Bürger an der Verwaltung. Wir haben vor, eine Erneuerung der Politik und auch der Türkei von unten zu erreichen. Und deswegen ist eine kommunale Selbstverwaltung für uns überall für die Türkei und auch im Gebiet Kurdistan sehr wichtig. Es ist so, die Türkei hat ein System für Kommunalverwaltung,
dieses System ist sehr zentralistisch orientiert. Eigentlich rechtliche und finanzielle Rahmen für lokale Probleme werden weitgehend von oben, also von Ankara, gesetzt. Und wir haben vor, ein demokratisches und selbstverwaltetes Modell hervorzubringen. Das war ein Punkt für uns erstens. Zweitens, also die 50% Frauenquote ist für uns sehr wichtig gewesen. Wir haben in unserer Partei, in HDP und auch in BDP ein Co-Präsident-Modell. Und wir haben auch vorgeschlagen, dieses Modell in den kommunalen Verwaltungen zu praktizieren. Und wir haben für jede Kommune einen Mann und eine Frau als Kandidat vorgestellt. Und das ist sehr wichtig. Also dieser zweite Punkt war für uns das. Also in der Türkei gibt es ungefähr 2500 Kommunen eigentlich. Und also in diesen Kommunen sind nur 25 oder 26 Frauen Bürgermeister. Es ist wirklich eine katastrophale Situation und weder AKP noch CHP oder MHP haben vor, dieses System irgendwie zu demokratisieren und zu ändern. Deswegen haben wir diese 50% Frauenquote sehr wichtig angenommen. Und drittens hatten wir vor, haben wir vor, Aufbau, also in den Kommunen, die wir gewonnen haben, Aufbau von ökologischen Städten zu erreichen. Das ist auch sehr interessantes Thema für uns. Und wir sehen auch diese kommunale Verwaltungsebene als Experimentierfeld für ökologische Städte. Über diese drei Punkte haben wir unsere Wahlpropaganda geführt. Im Endeffekt hat BDP im kurdischen, in Kurdistan im Moment, wenn ich mich nicht irre, 101 Verwaltungen gewonnen. Und wir haben vor, demnächst mit BDP zusammen natürlich die in diesen Verwaltungen wirklich demokratische Modelle zu praktizieren. Wie es für uns jetzt weitergeht, wir hatten vor, ich habe das gesagt, HDP als eine Wahlpartei zu gründen. Das haben wir auch getan. Aber wir haben jetzt gesehen, nachdem wir diese zweite Kampagne zusammen gemacht haben, dass HDP eigentlich mehr als eine Wahlpartei werden kann. Es ist natürlich nicht sehr leicht. Das ist eine große Koalition, wo sämtliche Parteien und Gruppen teilnehmen. Politisch und praktisch all diese Gruppen zusammenzuhalten, ist wirklich nicht sehr leicht. Aber wir haben das bis jetzt geschafft. Seit 2,5 Jahren ist keine Gruppe oder keine Partei aus unserem Kongress weggegangen. Ganz im Gegenteil, neue Gruppen und Parteien sind hinzugekommen. Außerdem sind unabhängige Bürger in unserem Kongress. Also wir haben ungefähr so prozentual gesehen 40% organisierte oder zu irgendeiner Organisation angehörige Leute und 60% unabhängige Bürger haben wir in unserem Kongress. Und das haben wir jetzt gesehen, dass wir HDP weiter aufbauen können. Ich glaube, wenn es nichts schief geht, im Moment haben wir im Parlament 8 Parlamentarier
und BDP hat 21 Parlamentarier im Moment. Ich glaube, nächste Woche, wenn alles gut läuft, werden alle BDP-Parlamentarier zu HDP rüberkommen. Und BDP wird im türkischen Parlament nicht als eine Partei vertreten, sondern HDP wird mit einer Gruppe von 28 oder 29 Parlamentarier vertreten werden. Das ist ein wichtiger Schritt für uns. Damit wollen wir zeigen, dass wir HDP nicht nur als eine Wahlpartei sehen, sondern weiter aufbauen möchten. Und wir glauben, das ist das neue Türkei-Modell eigentlich, dass verschiedene Kulturen, verschiedene Muttersprachen, verschiedene Glaubensgruppen in einer Organisation zusammen etwas machen und gleiche Rechte haben. Das ist das Modell, das neue Modell für die Türkei, glaube ich. Und wie es weitergeht, werden wir sehen, aber es war für uns, wie gesagt, dieses Wahlergebnis für uns nicht schlecht, für einen Anfang gut sogar. Wir glauben, dass wir darauf aufbauen können. Wir werden wahrscheinlich für Staatspräsidentswahlen im August jemanden auch kandidieren, eine Frau oder einen Mann. Und zumindest in der ersten Runde Propaganda machen und uns weiterhin organisieren. Ich würde jetzt das Wort an Maslum weitergeben. Du warst in Urfa direkt als Wahlbeobachter, hast sozusagen auch in den Wahllokalen sozusagen gesehen, was dort vorgeht, hast ein bisschen die Stimmung auch mit auffangen können. Was ist dir dabei aufgefallen? Ja, schönen guten Abend, Alusam. Und zwar war ich als Delegierter im Osten der Türkei gewesen mit ca. 300 Europäerinnen und Europäern. Und wir haben eine Wahlbeobachtung im gesamten Türkei von oben Ardahan, ganz oben rechts im Osten, also Nordosten, bis Südosten der Türkei, bis Urfa durchgeführt. Und ich war in der bestimmten oder in einer wichtigen Region, und zwar Urfa. Warum das wichtig ist für die Kommunalwahlen oder warum es wichtig war, war einfach aus zwei Anlässen. Einmal bezüglich der BDP, denn BDP hat bestimmte Regionen, die für die jetzigen Wahlen eigentlich sehr relevant waren, damit die halt die selbst kommunalen Verwaltungen halt sozusagen durchsetzen können, wenn die halt das geschafft hätten. Und zwar ist Urfa eine davon, die Region unter anderem Dersim. Und ein Zerdat-Gebiet, also sozusagen ganz oben, Erzurum und so weiter. So, das sind halt bestimmte Regionen, die für die BDP sehr wichtig waren. Und auf der anderen Seite ist Urfa halt wichtig gewesen wegen der jetzigen aktuellen Lage bezüglich der Syrien-Region. Zurzeit gibt es hier halt, wie wir wissen, eine bestimmte Problematik oder halt, ob es eine Revolution ist oder, ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber halt sozusagen im Bürgerkrieg Syrien ist es sehr wichtig, denn da befindet sich eine bestimmte Grenzübergang, wo ich auch selbst war, in Suruç. Das ist eine Stadt in Urfa und die grenzt zu Kobani. Und warum es wichtig ist, ist einfach aus dem Anlass, denn dort kommen die ganzen, wie soll ich sagen, die Al-Qaida-nahen Gruppierungen in die Stadt rein und wieder raus. Und wiederum ist auch dieses Posten sehr wichtig, denn ich gehe erstmal auf diese Region zu und danach komme ich nochmal auf die Kommunalwahlen zu. Denn die Kantone, die halt in Nordsyrien, die kurdischen Opposition und auch die anderen Minderheiten, was sie halt zusammen gegründet hatten, leider verschlossen ist. Auf der einen Seite von der Al-Qaida-nahen Gruppierung wie die IŞİD, aber auf der anderen Seite hat die Türkei die Tore dicht gemacht.
Und damit sozusagen die Türkei ihre außenpolitischen Interessen durchsetzen kann in Syrien, war auch Urfa sehr wichtig. Damit die halt, also damit die das praktizieren können, mussten die halt Urfa auch einnehmen bei den Kommunalwahlen. Leider war das halt so gewesen, in Urfa gab es sehr viele Komplikationen, auch Probleme. Freunde haben erwähnt gehabt, es gab in manchen Orten Wahlbetrügerei und eins davon war auch Urfa, wo auch selbst irgendwie 8 Menschen ums Leben kamen und sehr viele auch verletzt wurden. Das zeigt schon halt, wie wichtig sozusagen diese Stadt für die Türkei oder halt für die Kommunalwahlen innerhalb der Türkei gewesen waren. Ich sage mal so, eigentlich hätte die BDP dort eine bestimmte Prozentsatz bekommen müssen, was aber leider durch, ob es, sag ich mal, Betrügerei ist, ob es systematisch gewesen war, vom Staat her. Vielleicht haben Sie alle das mitbekommen durch die Medien, dass die bei der Stimmzettelzählung auf einmal die Strom sozusagen ausgefallen ist. So, und da denke ich einfach, Mensch, da wo auch noch gezählt wird, dass man auf einmal irgendwie sagen kann, Strom fällt aus und wir haben kein Licht. So, und da muss eigentlich sozusagen der Staat schon irgendwie besser drauf achten. Ja, so ganz kurz dazu. Denn ich gebe ein Beispiel, die Freundin hat das erwähnt gehabt, in Ankara gibt es zurzeit die Problematik, dass die CHP, also die die Republikanische Partei der Türkei, sozusagen angeklagt hat aus dem Anlass, denn bei den Wahlen war das so, dass die AKP gesagt hatte, dass sie gewonnen hatten. Aber da sagte der Vertreter von der CHP, also von der Republikanischen Partei, Mensch, wo wir die ganzen Wahlen, also jetzt in den Regionen sozusagen gezählt hatten in Ankara, hatten wir andere Ergebnisse, als was ihr halt sozusagen uns dargestellt habt. Ja, nur wieder halt sozusagen kurz zu den Informationen. Im Großen und Ganzen haben die Rednerinnen und Redner natürlich sehr viel gesagt gehabt dazu. Ich kann auch nicht jetzt sehr viel zu den Kommunalwahlen erzählen, aber ich kann auch wiederum dies betonen. Die BDP hat in den Regionen, wo die halt schon vorher die Kommunalwahlen gewonnen hatten, Projekte entwickelt, wie unter anderem auch gegen Frauenfeindlichkeit oder ob es Armutsbekämpfung ist oder ob es ökologische Projekte sind. Wie in Ahmet, in Diyarbakır, gibt es halt ein Projekt, was zurzeit versucht wird, in den ganzen Regionen Parks aufzustellen, damit halt die Menschen zumindest ein bisschen von diesem Beton wegkommen und halt ins Grün reinkommen. So, das ist ein kleiner Projekt, aber es ist sehr schwierig, dadurch, dass die östlichen Teile natürlich immer wieder sehr finanziell halt zurückgelassen wurden. Und warum die BDP halt auch gewinnen wollte, war auch wegen der jetzigen aktuellen Lage wegen dem Prozess zwischen dem türkischen Staat und der kurdischen Bewegung, die Verhandlungen, die geführt werden. Denn sie wollten damit Ausdruck geben, dass die Kurden für diesen Projekt zustimmen, aber gleichzeitig auch den Herrn Öcalan sozusagen die Zustimmung geben wollen, dass sie dafür sind, dass halt dieses Projekt geführt wird. Die sind nicht gegen eine Aufteilung dieses Staates, denn das haben die auch bewiesen, indem halt ein Jahr kein, sag ich mal, Blut vergossen wurde und dass die Menschen halt in den Prozessen, wo halt die ganze Zeit eigentlich Gezi-Proteste und so weiter gewesen waren, dass sich eigentlich ruhig verhalten haben. Dass sie halt gedacht haben, Mensch, wir haben bis jetzt immer etwas getan, das hat keiner gesehen und jetzt sollten wir halt, wo es gerade sozusagen um das Harte geht, ja, da müssen wir auch versuchen, ein bisschen irgendwie ganz ruhig zu bleiben. Das haben die auch halt bewiesen und das haben die auch dann durch die Wahlen sozusagen gezeigt. Und wie die es gezeigt haben, war einfach so, dass man muss auch im Rückblick das bedenken, dass sehr viele Menschen zurzeit in Gefängnissen sind. Ja, eine Partei, die, sag ich mal, keine Arbeit hat für die Wahlen. Wie sollen die auch stark da rauskommen? So, und die BDP oder die HDP, die meisten Freunde, die halt aktiv gewesen waren, sind halt zurzeit inhaftiert. Und das hat natürlich auch das
beeinflusst, also die Wahlen beeinflusst, die jetzigen Kommunalwahlen. Denn ich sage mal so, wenn die AKP oder die JEP oder die MEP die aktiven Mitarbeiter nicht gehabt hätte bei den Wahlen, denke ich mal, dass die nicht bei 40%, 20% oder 10% gewesen wären. Aber die BDP hat es trotzdem ohne Mitarbeiter, ohne aktive Mitarbeiter, es geschafft, 3 Millionen Stimmen zu kriegen. Und das haben die Freundinnen und Freunde leider nicht vorhin erwähnt gehabt. Und die aktuelle Lage zurzeit in den Regionen, in Ufa oder anderen Regionen, wie die Menschen sozusagen die Wahlen gesehen haben, die waren einfach empört darüber, dass die Gefangenen, die halt in Gefängnissen sind, also die aktiven Mitarbeiter von der BDP, nicht freigelassen wurden. Denn die meinten, Mensch, wir sind halt hier, wir sind für die Türkei so, und wir sind friedlich und da sollte was getan werden. Und wenn wir sagen, es gibt einen Prozess, dann musste halt, dann müsste die Türkei einen Schritt machen. Und diesen Schritt haben die nicht gemacht. Und deswegen sind die Menschen halt zurzeit in den kurdischen Regionen sehr sauer darüber. Kurz gefasst dazu. Ich glaube, also das ist mehr als Glaube, muss ich sagen. Es gab vorhin in der Türkei eine Mittelschicht. Diese Mittelschicht war politisch gesehen zum Teil kemalistisch orientiert aber jetzt hat die AKP seit nach zwölf Jahren Regierung eine neue Mittelschicht in Anatolien aufgebaut, die an AKP gebunden ist, an an seine politische Stabilität sehr viel Wert gibt und an relativem Wohlstand und Konsumgesellschaft orientiert ist. Diese Schicht ist jetzt eine neue Mittelschicht und die sind wirklich AKP orientiert. Viele diskutieren in der Türkei, die Mittelschicht ist zu Ende gegangen und so weiter. Die vorherige Mittelschicht hat natürlich verloren. Aber Mittelschicht gibt es jetzt auch und das ist eine neue Mittelschicht. Das muss man sehen. Und sonst würde AKP nicht so viele Stimmen bekommen. Das habe ich auch vorhin gesagt. Das ist keine ideologische Verblendung. Also das, so eine Analyse wäre wirklich sehr falsch. Ja, nur ein paar Sätze. Also diese Mittelschicht wollte ich eigentlich auch nochmal betonen. Das ist wirklich eine neue Generation, würde ich sagen. Also das ist, die sind darunter sind auch Akademiker, Akademikerinnen, Intellektuelle und die können auch mindestens eine Fremdsprache, die können sehr gut mit Media umgehen und also dieses, es ist nicht so in der Tat, also manchmal gibt es ja in Facebook oder so, dass man auch AKP-Wähler oder Anhänger mit Schafen vergleicht, das stimmt nicht. Also die sind sehr bewusst und die können auch verantworten, was für Haltung sie haben. Und das muss man eigentlich in Achtung nehmen. Also das ist vielleicht auch ein Fehler, weshalb die anderen Parteien keine Stimmzuwachs bekommen, weil sie alle anderen Menschen, die AKP wählen, immer so, gering Wertschätzung und so zeigen, also beleidigende Haltung, würde ich auch sagen. Also wenn man als linke Alternative oder sozialdemokratisch in diesem Land was machen möchte, muss man alle Menschen in Acht nehmen und mit Achtung. Also das ist nicht so einfach mit beleidigenden Haltungen. Und das ist diese Arm und Reich, also das ist außer dieser Mittelschicht, gibt es diese prekäres Verhältnis selbstverständlich in der Türkei auch, weil die AKP außer diese islamisch-konservative Haltung reine neoliberale Politik umsetzt. Und wenn ich jetzt, also das ist, die Zahlen sind nicht so sehr aktuell, aber ich glaube, die sind immer gültig. Also Mindestlohn beträgt 978 türkisch Lira, umgerechnet, also 1:3, 328 Euro im Monat, Mindestlohn.
Und für ein Existenzminimum braucht man eigentlich im Monat in der Türkei 1174 Euro. Das gibt nicht. Also das ist, man muss eigentlich das immer in Betracht sehen. Und man muss auch nicht außer Acht lassen, dass diese prekäre Beschäftigungsverhältnisse werden fortgeführt. Ähnlich wie in Deutschland, zum Beispiel werden auch neulich mit einem Gesetz geregelt, Beschäftigungsverhältnisse werden auch über Leihfirmen vermittelt. Also es gibt keine mehr staatliche Stellen, wo man Arbeitssuchen sich melden kann. Als letzte, also syrische Flüchtlingspolitik, also in Urfa und so, das kann ich einfach so in Kenntnis nehmen, aber im Wahlkampf war das überhaupt gar kein politisches Thema. Also das ist, also in Istanbul oder nirgendwo habe ich das mitbekommen. Auf der anderen Seite ist es wirklich echt ein großes Problem. Diese Flüchtlinge bekommen keine minimale Unterstützung, keine medizinische Versorgung, keine Unterkunft und so. Das ist, die leben eigentlich unter elenden Lebensbedingungen und viele versuchen, dass sie von den Grenzregionen wegzukommen nach Istanbul oder nach Ankara. Also man sieht schon, also in den großen Plätzen in Istanbul sehr viele Menschen mit Kindern, die betteln. Also das ist, die versuchen ihr Glück in Großstädten, aber die landen wieder wirklich in oder die müssen unter den sehr schlimmen Bedingungen leben in Istanbul. Das wird aber nicht als politisches Thema diskutiert. Als letztes zum Schluss noch ein Satz als Staatspräsidentschaft. Es wird bestimmt auch in Berlin sehr interessant, weil es also zum ersten Mal in der Geschichte werden die türkische Bürgerinnen, die im Ausland leben, ihre Stimmen abgeben. Also mit dieser Staatspräsidentschaftswahl, und dann wird es weitergehen. Über Konsulate wird es bestimmt geregelt. Also es kann sein, dass es auch im Ende Juli, Anfang August, wir auch hier in Berlin oder beziehungsweise in Deutschland einen interessanten Wahlkampf beobachten können. Danke. Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende mit unserer Zeit. Ich würde gerne aber trotzdem noch eine Abschlussfrage an euch drei stellen. In der Türkei, ja vor allem in Istanbul, ist ja Kaffeesatzlesen eigentlich eine sehr beliebte Touristenattraktion. Ich möchte euch jetzt mal bitten, dass ihr euch vorstellt, ihr habt eine leer getrunkene Kaffeetasse vor euch und müsst da jetzt mal einen Blick reinwerfen. Die Türkei im August diesen Jahres, wenn ihr da in eure Kaffeetasse schaut, was seht ihr? Ach, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, nach diesen Wahlergebnissen hat Erdogan große Chancen, Staatspräsident zu werden, wenn er kandidiert. Aber in der Türkei ändert sich alles in sehr kurzer Zeit. Man weiß nicht, ob er kandidiert oder jemand anders. Aber wenn er kandidiert, hat er große Chancen. Er hat als junger Mann Fußball gespielt. Er spielt sehr aggressiv, stürmt immer nach vorne. Und wie gesagt, er ist ein Mann der Straße, der wird kämpfen, dass er Staatspräsident wird, glaube ich. Und was nachher kommt, ist nicht sehr rosig, würde ich sagen. Also man sieht das so, ist nicht sehr rosig. Er hat vor, nach meiner Ansicht, eine mehr autoritäre Republik aufzubauen. Vorbild Putin und Russland. Es wird natürlich problematisch für uns werden, aber noch eins sehe ich. Für uns gibt es große Möglichkeiten, für HDP und BDP zusammen, dass wir die demokratischen Kräfte in der Türkei wirklich vereinen können und
eine richtige Alternative zu Erdogan und zu CHP aufbauen können. Danke. Danke. Und Kadri, in deiner Kaffeetasse? Also man darf ja dabei unrealistisch sein. Ne? Das, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die 10%-Hürde abgeschafft worden ist in der Türkei. Also das ist, ich sehe auch nicht so optimistisch, aber ich denke schon, dass man erstmal bis August in der Türkei ein bisschen Zeit hat. Vielleicht wird ein bisschen Ruhe zurückkehren. Also jede Partei muss ja vorsichtig sein bis zum August, also damit man auch die Wahlen gewinnt. Danach weiß ich nicht mehr, aber bis zum 2015 muss man wieder weiterhin vorsichtig bleiben. Also das ist dann wird es ja Allgemeinwahlen geben. Also was ich damit sagen möchte, dass ich nicht so sehr autoritäre Haltung von Erdogan erwarte. Zumal wenn er Staatspräsident wird, wird das ja ein bisschen ruhig. Also das ist höchstwahrscheinlich wird Gül, jetziger Staatspräsident, die Regierungsposition übernehmen und er ist ja total anders als Erdogan. Also wie du siehst, mein Kaffeesatz war so, wie sagt man, undeutlich. Okay, Maslum, dein Kaffeesatz? Gute Frage. Ich schließe mich natürlich dem Freund von der HDP an. Ich denke mal, wenn der Erdogan der Staatspräsident wird, wird es nicht rosig aussehen für die Gesamttürkei. Und ich hoffe, wenn der jetzige CHP-Vorsitzende Kılıçdaroğlu vor kurzem gesagt hat, wir würden uns jetzt vorstellen, mit der BDP eventuell einen Kandidaten vorzustellen oder sozusagen diesen Gedanken sozusagen zu bringen, war schon eigentlich für mich eine Hoffnung zumindest. So, ich sehe das als eine Hoffnung. Und meine Hoffnung wäre, dass die CHP und die anderen Organisationen oder Parteien sich mit der HDP halt gemeinsam schließt und eine neue Position halt in der Türkei herstellt. Ich hoffe das natürlich, aber ich sehe es nicht rosig, da ist nach den Wahlen, jetzigen aktuellen Umfragen der jetzige Erdogan gesagt wird und dass er gewählt wird. Und deswegen wird das halt autoritär und ja, nicht rosig. Der Kampf geht weiter. Natürlich, das ja. Buder Başlangıç. Das war nur der Anfang. Das war nur der Anfang. Ich danke für euer Zuhören und euer Kommen und wünsche euch noch einen schönen Nachhauseweg. Bedient euch auf dem Weg nochmal beim Buffet und bei den Getränken und wünsche noch einen schönen Abend.